Gut, wo finden wir denn jetzt noch ein stärkeres Nervennetz? Hier nicht, glaube ich. Wir brauchen mehr Pings. Ist das hier überhaupt richtig? Das Ping wird schneller. Da oben ist eins. Nicht schon wieder diese Scheiße. Okay, kommt und holt mich. Alles okay? Ja. Ehrlich, ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Ja, super. Ich dachte, jetzt kommen wieder Viecher. Gott, das Viech bebt ja schon. Santos, nicht jetzt! Lasst mich in Ruhe, ihr Biester. Da kommen sie. Toll, perfekt. Automatisch super geklappt. Lasst mich in Ruhe. Runter von mir. Hilfe! Raus hier! Haben wir die Waffe voll? Die Waffe haben wir voll, ja. Ah! Hilfe! Wir müssen hier weg. Wir stinken fest. Wir stinken nicht fest, wir stecken fest. Aber was macht der Unterschied? Lauf, Isaac, lauf! Wir haben keine Packs mehr, doch wir haben noch Packs. Alter Schwede, sind das viele. Waffe ist voll, ja. Okay, wir müssen mit Stase arbeiten. Wir wissen mal damit. Leider überhaupt nicht hilfreich. Ah, von hinten. Scheiße, wir sind fast tot. Nein! Okay, das war hoffentlich die letzte. Santos, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchen. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut, ich gehe zurück zu dem Käfig. Alter, wir sind tot. Wir sind quasi tot. Die Ergebnisse des Versuchobjektexperiments haben uns möglicherweise zu unserem finalen Ziel geleitet. Eine Scare-Forschungseinrichtung weit oberhalb unseres Standorts. Der schnellste Weg dorthin führt über diesen Steilhang, aber ein Fehltritt könnte uns alle umbringen. Ich werde vorgehen. Vielleicht gibt es für Santos und Ellie einen sicheren Weg nach oben. Norton nehmen wir mit, würde ich vorschlagen. Den Scheißkerl. Boah, war das gerade hart, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Wir sind tot. Wir haben quasi gar nichts mehr. Wir haben auch hier keine Medipacks mehr, kein Nix. Wir sind tot. Quasi. Quasi qualvoll tot. Und da haben wir noch ein Medipack 2, hoch 2. Das nehmen wir jetzt auch direkt mal. Und dann müssen wir gleich zu Bench und uns da... Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Naja, ihr wisst schon. Norton! Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja. Das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein.
Da gibt es einen Eingang den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabung. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja? Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Was? Ja, klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. So, jetzt sind wir mit Norton alleine. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton. So ein Arschloch. Ellie, hörst du mich? Toll, Störsender. Verdammt, er hat mein Signal gestört. Naja, vielleicht schaffen wir es ja von hier aus hier rauszukommen. Ja, wir schaffen es tatsächlich. Sehr gut. Wir müssen ihm hinterher. Da hilft alles nichts, auch wenn wir ihn hassen. Und ich hoffe, wir haben bald mal einen neuen Speicherpunkt. Weil langsam läuft mir die Platte voll. Die Folgen werden allerdings ein Gigabyte und ein halbes groß so. Und da hat man nicht mehr so viel Platz dafür. Leider. So, und wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal hier auch an die Bank dran. Und dort ist übrigens gerade der Sucherbot zurückgekehrt. Dankeschön, lieber Sucherbot. Und jetzt sammeln wir hier mal noch ein paar Packs. So. Und ansonsten müsste es um unser Inventar eigentlich ganz gut aussehen. Naja, gab es schon mal bessere Tage. Füllen wir mal den Rest hier auf. Und die Sonderwaffe nehmen wir mit, die ist richtig schön. Können wir die vielleicht bearbeiten? Wir können es tatsächlich bearbeiten. Upgrade-Platinen 3 von 2. Na, Herz allerliebst. Gut. Dann an der können wir vielleicht auch mal rumschrauben irgendwann. Aber da steht leider keinerlei Angaben zu Schaden oder sonst was. Wir nehmen sie aber trotzdem mal mit, weil die uns doch ziemlich hilft gegen diese schwarzen Necromorphs, die wir gerade kennengelernt haben. Hoffentlich wacht das Viech nicht auf. Na dann mal los. In den Ofenraum. Was? Ah, das war ja genau, das war so ein Funklock. Lock, nicht Loch. Komm schon. Und raus. Bis zum nächsten Speicherpunkt. Oh, das ist direkt hier. Das ist ja praktisch. Gut, Freunde, das ging schneller als ich dachte. Dann machen wir hier eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dead Space 3. Ich bin Toni und ihr habt hoffentlich einen schönen Tag. Tschüss.